So, da sind wir im siebten Teil, Tag 6, mitten in der Nacht sind wir aktuell. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Anker halten deine Flöße davon ab, wegzudriften. Alles klar. Das passt wunderbar, denn wie bekannt sind wir ja gerade dabei, das Floß zu bauen, um einfach ein bisschen schneller von Insel zu Insel. Von Insel zu Insel zu kommen. Zur Kontrolle. Floß ist noch da. Wir schlafen. Kontrollieren dann erstmal, wann wir wach werden. 5:29 Uhr. Ordentlich. Nun gut. Nein, einmal C. Zweimal rüber. Ne, oh, ist wieder ein Fundament. Brauchen dafür natürlich auch wieder Seile. Also Schnur heißt es ja hier. Und den Stapel, habe ich so das Gefühl. Machen wir direkt weg. Der bleibt eh nicht stehen. Floß, Fundament. Achso, jetzt müssen wir das erstmal wieder ins Wasser ziehen. Weil das ist ja ein bisschen. Das Boot ist ja eine Diva. Ja. Fitness ist gestiegen. Großartig. So. Jetzt ist es dann quasi mittig. Ja. Wieder hier rübergezogen. Noch ein Stück. Schön. Wir bauen dann entsprechend gleich einen Boden drauf. Kontrollieren aber erstmal, haben wir noch einen Vogel? Ist das Fleisch gekocht? Das hätten wir noch kurz überprüfen sollen. Perfekt, Wasser haben wir genug. Da haben wir auch noch mal. Gekocht die Seemöhre. Wunderbar. Gibt nur eins. Aber wunderbar, kein Problem. Wir haben nämlich hier direkt noch eine Seemöwe. Das heißt, es ist direkt eine Möwe. Na, okay, erst aufsammeln. Nehmen wir es in die Hand, lasst sie fallen, nehmen das Messer in die Hand und häuten. Ja, mit E. Ja, wir haben hier einen Feinschmecker. Er ist nicht zufrieden mit dem Essen, was er bekommt. Wir nehmen nochmal die Anzündhölzer. Halten zum Anmachen. Rechts, links. Immer im Wechsel. Feuer läuft. Fleisch angebracht. So, und wir gehen weiter. Bäume, ich wollte gerade sagen, Bäume jagen. Genau. Wir gehen weiter Bäume fällen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen überdimensioniert, direkt so ein riesiges Floß zu bauen. Würde ich. Naja, egal. Dann haben wir es. Kurz die Taste verrutscht. Haben wir die ganze Zeit schön F gedrückt. Jetzt wird da jemand boxen wollen. War das direkt in der Mitte abschlagen? Macht jetzt erst die Palme oben, ne? Ja, ärgerlich.
Na gut. Dann ist es so. Wir wollten, wie gesagt, hier oben die Planke draufsetzen noch. Also den Fußboden quasi. Dann haben wir hier ein solides Floß erstmal. Noch was drunter setzen möchte ich jetzt nicht. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist noch ein Anker, denke ich. Weil dann würde ich gerne damit, hier irgendwo war da noch ein Schiffswrack, da vorne glaube ich. Mal in die Nähe davon fahren. Was benötigen wir dafür? Ich glaube, es waren 6 Steine. Ja. Gut. Also, blöd gesagt, das Floß ist erstmal fertig. Jetzt kriege ich das nicht mehr dazwischen. Das ist ja scheiße. Okay. 5 Tage überlebt, wunderbar, sehr schön. Machen wir das Holz mal hier hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was haben wir noch? Die Anzündhölzer brauchen wir jetzt auch nicht direkt. Oben jetzt schon fertig, oder? Sieht doch gerade so aus, als könnte man das nicht so direkt entscheiden. Schmeißen wir einfach noch mal ein Stück Holz nach. Nun gut, sehen wir. Das bringt uns ziemlich genau einen Balken. Ja. 6 Steine, 3 Stück haben wir. Was machen wir? Steine sammeln oder müssen wir tatsächlich so ins Meer mit dem anderen Boot und warten, bis hier irgendwann wieder Steine zu finden sind? Ich meine, irgendwie muss man ja auch Steine. Ist der schon wieder ein Vogel? Ich fasse es nicht. Das ist ja eine sehr effiziente Falle. Vogel aufnehmen. Seemann wurde gefangen. Ihr kennt das Spiel heute. Wir haben Fleisch. Unser Geschäftsmann beschwert sich. Aber wir sind da relativ schmerzfrei. Bring es am Feuer an. Und dann sollte es ja irgendwann fertig sein, wenn wir soweit sind. Ja, Steine. Schwierig. Also was tun, sprach Zeus. Oh, cool. Setzlinge kommen wieder. Im Grunde gibt es 2 Optionen. Option 1. So akzeptieren, mit dem Gummiboot los, mit dem Rettungsboot los. Gegebenenfalls auf eine andere Insel und dort dann ja, Steine ansammeln. Habe ich nicht so große Lust zu, um ehrlich zu sein. Option 2. Ne, mal hier unten noch ein Setzling. Glaube nicht. Option 2.
prüfen, wie man diese Steinhaufen hier vorne abbaut. Ist auch eine Option. Sollte man eventuell nochmal probieren. Ich möchte es halt auch nicht nachschauen. So, zumindest noch nicht. Wie das funktioniert, sondern das Ganze selbst irgendwie herausfinden. Erstmal die Faser mitnehmen, alle. Ja. Option 3. Warten, bis irgendwann vielleicht mal ein Respawn kommt. Ich meine, die Fasern kommen wieder. Also die blättrigen Fasern. Die Bäume. Palmen nehmen wir noch mit. Ich glaube zumindest, dass ein Baum wieder kam. Warum sollten da nicht auch irgendwann wieder Steine auftauchen? Ach, da ist wieder diese Seegurke, die sich als Stein getarnt hat. Da vorne ist bestimmt auch was. Die Insel sieht so anders aus und die ganzen Bäume. Mir alles gefällt hat. Sieht irgendwie komisch aus dann. Aber vielleicht sollte ich nicht alles fällen. Gut, alles geht sowieso nicht, aber vielleicht sollte ich noch was überlassen. Oh, Mücker, jetzt ist die Frage, geht er dann weg? Oh, perfekt. Er bleibt. Freunde, wir haben ausgesorgt. Es wird wahrscheinlich durch das Meer automatisch bewässert. So, jetzt müssen wir die ganze Zeit die Seile einzeln sauber machen. Herstellen. Das ist wieder das gleiche Problem wie eben, ne? Palmwedel können wir dann noch hier dazu machen. 35 Palmwedel, eieiei. Jetzt nehmen wir mal hier die doch Allerpflanze. Okay. Ich bin so ein bisschen unruhig. Ich möchte gerne das Fleisch haben, aber das ist gleich eh weg. Dann können wir das neu befüllen. Ups. Frucht. Joker. Ah, ja, stimmt. Das haben wir ja vorher auch schon. Dann können wir theoretisch das Farmpotenzial nochmal erhöhen, aber denke, für die Grundgeschichten ist man erstmal gut ausgestattet. Ja, gut, also die Bäume spawnen wieder. Dann würden wir noch die Steine wieder spawnen. Da bin ich mir sehr sicher. Schon wieder ein Vogel. Ich weiß gar nicht, wo mit den ganzen Vögeln. Aber gut, dann kommen wir definitiv ohne irgendwas anderes aus. Gut, Steinhaufen. Mit der normalen Hacke können wir da nichts tun. Wahrscheinlich brauchen wir da eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke hatte ich doch hier vorhin schon gesehen. Grober Bogen, bla bla bla, verfeinerte Spitzhacke. Steine, Steine, Leder und... wir haben zwei Steine. Noch über. Eins, zwei, die können wir verarbeiten zu Steinwerkzeugen. Wir haben noch Stöcke. Wie viel brauchen wir? Ein und zwei Leder. Leder haben wir doch auch hier irgendwo in der Kiste drin. Eins, zwei. Also
machen wir mal eine Spitzhacke. Gucken mal, ob wir damit dann jetzt was abbauen können. Jawohl! Jetzt hoffe ich nur, dass wir auch Steine bekommen, ne? Ja, ganz viel Müll, das ist ja nix irgendwie. Nicht so viele Steine, wie ich jetzt erhofft hatte, aber dann ist es so. Dafür haben wir ja 4 Stück davon in Summe. 3. Sollte ich hier in diesem Bereich die Steine direkt aufsammeln. Garantiert was vergessen. Jo. Gut, hier sieht man die wieder normal. 3, einsammeln. 1, 2, 3, einsammeln. Übrigens wird mein Steinhaufen, wenn ich den dann mache, viel schöner als der andere da. Wo ist er jetzt hin, der Stein? Schon wieder Gewitter. Gewitter. Meine Linguistik ist heute nicht die beste. Okay, das ist normal. Das auch. Gut, wie viel haben wir denn jetzt noch Haltbarkeit? 81. Okay, das ist wunderbar. Was brauchten wir jetzt noch für einen Anker? 4 Seile und ein Stock. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Wir gehen hier hinten hin. Bauen einen Floßanker. Machen den aber hinten dran, weil irgendwie ist das cooler. Aber an der Seite. Nee. Ziehen wir den Stück rüber. Floßanker. Wasser. Kann ich das denn hier vorne dran machen und nicht dahinter? Das ist doch. Das ist doch Quatsch. Ja, nichts blitzt hier die ganze Zeit so hell, als ob. Ja. Ich gehe fest davon aus, ich muss das wieder ins Wasser führen. Hm, nicht genug Platz im Inventar. Steinstapel, man sieht es. 6 Steine waren es, ne? Dahin. Jo. Jetzt ist zumindest das schon mal sicher. Ja, dit ist es. Dit ist das Boot fürs Leben. Falls jemand kennt. Falls es jemandem bekannt vorkommt. So, wir wollen noch ein Fundament bauen.
Sprich nochmal 14 und noch eine Platte für vorne dran. 14, 18 Holz, 18 Stöcke, einmal Schnur. Können wir das einmal so bauen? Ne, wir haben mal drei. Na gut. Lassen wir die Bäume mal. Nee, was soll's. Den können wir nicht, den können wir glaube ich auch nicht. Ne, den können wir aber wahrscheinlich, ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein sehr widerstandsfähiger Baum. Okay, es ist ein sehr großer Baum, das erklärt, warum er so widerstandsfähig war. Also 3, 4, 5. Ich bin so jemand, ich zähle dann auch immer. Das habe ich bei diversen anderen Spielen schon gemacht. New World zum Beispiel, da war auch irgendwann klar, okay, du musst halt für den Baum brauchst du 3 beim Abbauen, für den Baum brauchst du so viel. Irgendwann hatte man halt so drin, okay. Hier, 5, 6, Baum fällt, okay, das einsammeln. Na, wenn man dann viel gefarmt hat, hat man nach und nach relativ, ja, irgendwann war man halt routiniert, hat eine gewisse Routine reinbekommen, war dann auch nicht immer unbedingt so mega spannend, aber unterm Strich hat es mir zumindest immer Spaß gemacht bisher. 16. Na, komm. Ich dann hier direkt was lagern? Ja, das will ich aber eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann können wir das nämlich. Der Stamm. Dann seht ihr auch, was ich sehe. Haha. Das hast du jetzt davon. Also, davon, dass ein Verwandter mir auf den Sack gegangen ist und mich getötet hat. Quasi. Fällen wir den noch. Dann finde ich jetzt eh nicht mehr. Ich mache den Baum jetzt auch nur fertig, damit, wie soll ich sagen? Ja, damit der Stapel auch weiter bestehen bleibt. Oh, das sind sogar 4 Stück. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Das letzte mache ich dann drüben. Na. Palmwedel. Aber wir müssen uns merken, dadurch, dass wir nicht wissen, ob wir wieder, also ob diese Steindinger wiederkommen, diese Steinhaufen, müssen wir zwangsläufig darauf achten, dass wir bei der nächsten Expedition Steine mitbringen. Können wir vielleicht auch einen Steinhaufen auf das Ding machen? Das brauchen wir da. 1, 2, 3, 4. Machen wir es mal ganz groß. Hier anmachen. Rechts, links. Kuh. Gekocht Seemöwe. Krabber. Gekocht Seemöwe. Ist jetzt nicht so mega geil, so einen kleinen Haufen zu haben, aber besser als die ganze Zeit mit sich rumschleppen zu müssen, ne? Transportmittel. Ach, ein Seilbohrer noch. Das nehmen wir noch mit. Ein Fundament. Das können wir dann vorne dran setzen. Genau. Und noch eine Platte für oben drauf. Jupp. So, Freunde. Das ist es. Ich nenne es die Kanone. Oh, großartig. Kochen hoch geskillt. Wie auch immer wir das jetzt geschafft haben. Wir sind ja eigentlich rum. Achso, ja. Vergesst es. Wie ist denn unser Kochlevel? 3. Irgendwann können wir hier. Wir sind jetzt quasi bei 3 Sternen. Hm? Krabbe klein, anbringen, wunderbar, gekocht Krabbe. Ein Level hoch. Gut, das ist ja dann quasi jetzt Tag 6, den wir gerade aktiv betreiben. Es ist 22.04 Uhr. Ich werde dann jetzt noch kurz warten, bis das Fleisch gar ist. Mal eintrinken. Ich finde das echt cool, dass da wirklich angezeigt werden, wie viele, Inhalte noch auf diesem Stapel drauf sind. Ja. Klein Krabber. Dupdidoo. Vogel gefangen. Den kann man doch auch noch essen. Das machen wir noch. Im Endeffekt verwandeln sich hier die ganzen Fledermäuse irgendwann in Vampire. Ja. Mhm.
Mr. Feinschmecker. Aber gut, zumindest den Erfolg 10 Tage ohne Fischen kriegen wir auf jeden Fall hin. Krabbe ist gekocht. Ich habe nur so ein bisschen Schiss. Das heißt, jetzt haben wir definitiv das Gekochte in der Hand. Wunderbar. Das warten wir jetzt noch kurz ab. Takelage haben wir da. Die Spitzhacke brauchen wir gleich dann auch hier nicht. Was wir dann aber brauchen für die Expedition ist definitiv der Speer. Ja. Zack, zack, zack. Funktioniert definitiv besser als mit der Axt. Und dann gucken wir mal, was wir sonst so noch mitnehmen können. Theoretisch ist es ja auch sinnvoll, so eine leere Box mitzunehmen, ne? Ich glaube, das mache ich einfach. Weil das ist ja. Ist ja keine doofe Idee. So, das heißt, wir haben hier Transportmittel, Elektrik, Filtereinheit. Wunderbar, da ist noch eine Filtereinheit. 1, 2, 3. Zack. Wunderbar, schön geordnet. Nee, das kann man so nicht lassen. Das packen wir schön in die Kiste rein. Na? Nehmen wir das Klebeband raus und dafür kommen dann halt hier die drei Webleche rein. Das Klebeband können wir nämlich hier mal so hinlegen, ohne dass da irgendwie riesiges Chaos entsteht. Genauso wie hier das Leder. Ration nehmen wir mit. Joa. Möwe gekocht. Jawohl. Dann filmen wir doch jetzt mal die Uhr komplett. Wunderschön. Tolles Bild. 12:30 in der Nacht. Wir beenden das Ganze und weiter geht's dann morgen mit der ersten Expedition zu den Schiffswracks. Bis dahin.